Und dann herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Spiel fortsetzen. Ja, whatever. Ja, was vielleicht ganz geil wäre, wenn es eine Taste gibt, mit der man das Radio einfach wieder aufnehmen könnte. Also einfach da, wo man letztens. Habe ich eigentlich hier mein Mikro? Ah, ja, habe ich drin. Einfach da weitermachen kann, wo man letztens aufgehört hat. Los! Was ist grün? Schnell! Immer geradeaus. Jawohl, ja! Oh, guck mal, siehst du, wir haben vollkommen vergessen, eigentlich so Fragezeichen zu markieren, aber da hinten sind sowieso gerade zwei. Können wir dir gleich mal abklappern. Wobei die beide so aussehen, als wenn wir da beide speziell reinfahren müssten. Aber ich sehe gerade, der linke ist schon wieder Peterbilt. Okay. Müssen wir da also nicht wirklich rein. Aber wenn wir schon mal hier sind. Immer geradeaus. Ist da was? Fuck it. Oh, gut. Da bricht doch direkt die Musik ab. Geil. Ich muss mal jetzt gucken hier. Ich wollte doch Internet öffnen. Wann darf man in Amerika Bier trinken? Nein. Recht haben? Nein. Rechts fahren bei roter Ampel überfahren. Was? Wann darf man in Amerika rechts fahren bei roter Ampel? Also, ich mal hier. Ja. Bundeskatalog USA, Verkehrsregeln. Mit einigen Ausnahmen ist es in Amerika erlaubt, dass sie sich bei roter Ampel nach einem vollständigen Stopp. Was? Mit einigen Ausnahmen ist es in Amerika erlaubt, dass sie bei einer. Achso, bei einer roten Ampel nach einem vollständigen Stopp. Vorsichtig rechts abbiegen. Also ist das generell erlaubt? Rechts abbiegen. Ihr dürft an einer roten Ampel rechts abbiegen. Sofern das Schild No Right on Red dies nicht verbietet. Okay, das heißt, man darf per se immer, solange es nicht ausdrücklich verboten ist. Steht hier auch, sieht man hier auch, wie das Schild aussieht? Leg mich doch am Arsch. Ein Glück ist Google. Also ist einfach ein Schriftzug. Ach stimmt, das habe ich schon mal gesehen. Okay. Ansonsten ist es einfach ein Schriftzug. Okay, das heißt, solange wir nicht speziell ein Schild haben, was offensichtlich das bedeutet. Darf man also immer rechts abbiegen? Okay. Das ist ja interessant. Und da das hier einfach allgemein für USA geschrieben ist, gehe ich mal davon aus, dass es auch in allen Bundesstaaten gilt. Wann darf man bei Rot rechts abbiegen? Rechts abbiegen bei Rot darf man nur, wenn die Öffentlichkeit mittels entsprechender Hinweisschilder. Was? Achso, das ist hier der. Das ist gar nicht USA. Nevermind. Gut, das heißt, CS, so. Das heißt, es ist wahrscheinlich tatsächlich allgemein erlaubt. Na dann, alles frei. Let's go.
Okay, lass uns eine neue Route finden. Machen Sie eine Kehrtwende. Neue Route finden. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Biege nach rechts ab. Ich hoffe nur, dass ich mir jetzt nicht die Regel einpräge und dann immer rechts abbiege und das dann auch bei ETS mache. Denn in Europa gibt es solche Regeln nicht. Ha? Wird schon schief gehen. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Biege nach links ab. Wir haben geholt. Let's go! Oh, schnell LKW. Die Ölpumpen sind ja alle still, sag mal. Was ist hier los? Wird hier nicht gearbeitet oder was? Ist Freitag, mitten am Tag, was ist los? Freitag um 1 Uhr wieder sein oder was? Digga, das sind hier Kurven, ey, holy shit. Achterbahn fand jetzt da gar nichts dagegen. Wie denke ich mal das Stats aus? Wir haben 8, wir haben also 30 Stunden Reserve. Wow. Cool. Und einmal schlafen müssen wir auf jeden Fall. Können wir eigentlich machen, sobald es dunkel wird. 7 Stunden. Wir haben es jetzt. Oh, die haben wohl, was auch immer die Dinger heißen. Oh, da wollte ich schon wieder langsam. Wir haben 7 Stunden. Es ist aktuell 3 Uhr. Das heißt, wir müssen erst. Achso, die halt 7. 7 Stunden. Ja, das heißt, wir müssen erst 22 Uhr ins Bett. Also spätestens. Ja, das heißt, wir können locker warten, bis es dunkel geworden ist. Dann ins Bett. Und brauchen uns sonst über die Zeit gar keine Gedanken machen. Da wir mehr als genug Reserve haben. Nice, okay. Das ist mal eine Ansage. Und schon mal wieder einkommen. Ihr leckt mir am Arsch. Was? Wer möchte gefeuert werden? Warum hat er hinten weiße Lichter? Was ist mit dem los?
So, das mache ich genauso wie die anderen LKW-Fahrer. Ich fahre so lange, bis ich genau neben ihnen bin. Und bremse dann so weit runter. Gut, oder er beschleunigt. Schon sind wir wieder gleich schnell. Jetzt holt er mich wieder. Jetzt bremst er wieder ab. Leute, die Ereignisse überschlagen sich. Guck mal, jetzt mit der äußeren Spur und überhole ihn trotzdem. Jetzt ist er wieder genauso schnell wie ich. Jetzt fahre ich in, aber er überholt mich trotzdem. Nein, no, nein, nicht ganz. Digga. Hält der nicht Polizist drauf? Oder geht es jetzt nicht nur Motorräder, die autonom fahren können, sondern auch autonom die anderen Autos überwachen können? Das ist ganz schön beängstigend. Da wird nur voll autonom Strafzettel ausgestellt. Vor allem ganz ehrlich, so ein Motorrad, was autonom fahren kann, Digga. Ich meine, beim Auto. Keine Frage, ganz geil und so, ja. Aber stellt euch mal wirklich vor, ihr habt wirklich so ein Motorrad, was autonom fahren kann. Und dann einfach so ohne Fahrer halt rumfährt. Da muss ich halt direkt wieder an, Gott, wie heißt der Film? Ghost Rider. Glaube ja, Ghost Rider. Denken, wo da das brennende Motorrad, wo er so pfeift und dann das Motorrad ankommt. Das wäre schon ein bisschen episch. Vor allem ist halt sowieso die Frage, ob das überhaupt möglich wäre. Also jetzt allgemein autonomes Fahren bei Motorrädern möglich wäre. Weil die Sache ist ja beim Auto, dadurch, dass das Auto halt 4 Räder hat, ist das Auto immer stabil. So, da kann nicht viel passieren. Das heißt, wenn Auto einfach autonom fährt, ja, der lenkt halt für sich gesehen. Das ist den Leuten, die im Auto drinnen sitzen, völlig egal. So. Beim Motorrad, da lenkst du ja aber nicht nur als Fahrer, sondern du verlagerst ja auch dein Eigengewicht. Das heißt, du selber als Körper agierst. Bitte links halten. Und das kann ja ein Autopilot nicht für dich abnehmen. Das heißt, das Autopilot könnte zwar irgendwie eingreifen in die Lenkung, ne? So, also, ne? Ein Motorrad, was alleine fährt, ohne Fahrer, ist technisch überhaupt kein Problem. Ne? Man muss zwar bei der Steuerung halt aufpassen, weil das Motorrad sich halt selbst so lenken muss, dass es halt zum Beispiel in die Kurve reinfällt. Ne, also du kannst jetzt nicht einfach sagen, das Motorrad fährt gerade und dann lenkt es so weit, dass es halt die Kurve mitnimmt und fährt dann gerade um die Kurve. Funktioniert nicht, einfach physikalisch nicht. Aber das Motorrad kann halt am Anfang der Kurve so einlenken, dass es quasi umfällt und dann quasi in die Kurve reinfällt und damit dann das Gleichgewicht hält. Also das ist technisch überhaupt kein Problem, wenn man es halt entsprechend programmiert. Das Problem dabei ist halt der Faktor Mensch, wenn halt doch ein Mensch drauf sitzt. Weil der muss sich ja auch in die Kurve lehnen. Und das muss er ja proaktiv machen. So. Sprich also an der Stelle. Ne, also. Ghost Rider Style. Motorrad zu dir pfeift oder kommt zu dir gefahren. Komplett alleine autonom. Gar kein Problem. Aber das wird halt wahrscheinlich trotzdem niemals eine Firma machen. Warum sind immer diese gelben Stinger da auf der Straße? Aber es wird wahrscheinlich trotzdem keine Firma machen, weil es einfach praktisch keinen Sinn hat, weil wenn du mit dem Motorrad fährst, funktioniert autonomes Fahren beim Motorrad halt nicht. Gut, außer ganz krank, ja, also jetzt, da gehen wir jetzt ganz, ganz tief in die Materie rein, die Elon Musk vorschwebt. Neurotransmitter.
dass man halt dieses Human Brain Interface oder wie es heißt, ne, dass du quasi mit deinem Gehirn, mit Gedanken Sachen steuern kannst, aber nicht one way, sondern ne, in beide Richtungen möglich. Sprich also, dass du nicht nur andere Sachen steuern kannst, sondern dass du auch gesteuert werden kannst. Und dann sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Ne? Weil dann wäre autonomes Motorradfahren überhaupt kein Problem. Dann sitzt du einfach auf deinem Motorrad mit dem Handy in der Hand, scrollst du durch Twitter, I don't know, und auf einmal bewegt sich der Körper nach links. Gut, nach rechts. Also nach links oder nach rechts. Damit du dich quasi in die Kurve lehnst. Ohne dass du selber irgendwie dran denken musst. Du scrollst einfach in deinem Handy und auf einmal. Ne? Das wäre halt. Das wäre schon geil. Wäre zwar totally creepy. Ich glaube, ich würde mich niemals aus dem Fahrzeug setzen. Aber jetzt vom rein technischen Aspekt her wäre es schon interessant, sag ich mal. Also. Ja. Ich bin sowieso extrem gespannt, was so die Zukunft bringt. Ne, also es gibt ja viele Leute, die so extrem viel Angst davor haben, was so künstliche Intelligenz angeht und aber ich muss ganz ehrlich sagen, überhaupt nicht. Ich meine, Hand aufs Herz, so, wir sind noch lange nicht bereit, also als Gesellschaft, und wir werden es hart verkacken, keine Frage. Aber ich bin trotzdem hyped as Fuckboy, weil einfach die technischen Möglichkeiten, es, Digga, was ist das für ein Lied am Anakolm? Also geiles Lied, keine Frage, aber holy shit. Einfach die ganzen Möglichkeiten, die man mittlerweile so technisch hat, ja. Also auf der einen Seite halt KI, wobei man, ne, immer noch, also ist ja bisher immer noch zwar Artificial Intelligent, aber was man darunter versteht, ist natürlich noch so ein bisschen, ne, weil Intelligenz, also das, was man als AGI bezeichnet, also Artificial General Intelligent, dass also ein Softwareprogramm allumfängliches Wissen hat, das auch allumfänglich einsetzen kann. Da sind wir immer noch weit von entfernt. Was wir bisher haben, ist halt Artificial Intelligent, was halt spezialisiert ist. Also Beispiel, ChatGPT kann halt zum Beispiel super gut verstehen, was du sagst. Oder besser gesagt, kann anhand dessen, was du sagst, relativ gut schätzen, was es antworten soll. Ne, wobei das jetzt das reine Wissensmäßige ist. Ne, weil letztendlich Artificial Intelligence ist ja meistens basiert ja auf neuronalen Netzwerke. Neuronale Netzwerke an sich sind aber erstmal passiv und machen gar nichts. So, wenn du ein neuronales Netzwerk hast, und dem irgendwelche Daten gibst, dann hast du ein Programm und Daten. Ja, passiert aber nichts. Also du musst ja dieses neuronale Netzwerk irgendwie ausführen. Ja, also du hast aber auch immer noch irgendwie eine aktive Komponente. Und die kann natürlich auch noch eingreifen. Also beispielsweise, wenn du jetzt bei ChatGPT einen Text generieren lässt und da jetzt irgendwas sagst mit Krieg oder sowas, also irgendwelche Sachen, die gegen diese Nutzerrichtlinien verstoßen, dann merkt er nicht das neuronale Netzwerk selber, dass da gerade Anfragen gestellt werden, die nicht erlaubt sind, sondern das macht ja die ausführende Instanz. Die durchsucht die Sachen erstmal auf kritische Wörter und blockiert das dann. Ne? Aber abgesehen davon, also jetzt nur das neuronale Netzwerk für sich, ist halt wie gesagt ausschließlich gut darin, Muster zu erkennen, das was du schreibst, das halt nach Mustern zu durchsuchen, zum Beispiel Fragen, du fragst nach irgendwas über eine Glühbirne, und schreibst irgendwas mit reinschrauben und
Die KI ist dann in der Lage zu erkennen, okay, er schreibt Glühbirne, reinschrauben, die beiden Sachen regen dann die und die Elemente an, also ist eine Gewichtung, die da abläuft. Und diese Gewichtung sorgt dann irgendwann dafür, dass sie dir erklärt, wie du die Glühbirne reinschraubst. In der Fassung. Ne? Aber mehr halt nicht. So, ChatGPT kann niemals, rein technisch, kann niemals selbst eine Glühbirne reinschrauben, weil es hat keine Arme. Und selbst wenn es Arme hätte, wüsste es nicht, wie sie die bedient. Also, ne? Jetzt ist halt immer, dieses AI, was wir aktuell haben, ist halt immer hoch spezialisiert und nicht allgemein intelligent. Und wie gesagt, bei ChatGPT als Beispiel ist es halt, dass es halt Texte nach Mustern untersuchen kann und aufgrund dessen dann antworten kann. Und bei den AIs, die halt Bilder generieren, ist halt genau das Gleiche. Es erkennt halt auch Muster in Texten und versucht Bilder zu erstellen, die diese Muster enthalten. Kann aber auch nur das. So, ChatGPT kann keine Bilder generieren und Bildgeneratoren können keine Texte generieren. Gut, ich meine, ChatGPT kann mittlerweile auch Bilder generieren. Das sind halt, ist ja dieser neue Ansatz, dieser GPT-4o, kann er mittlerweile, glaube ich, Bilder generieren oder Bilder unterinterpretieren oder irgendwie sowas. Aber es muss ihr halt auch speziell beigebracht werden. So. Und ne, KI, wie man sie aus Filmen kennt, also aus so Sci-Fi-KI. Oh, Digga, ist ein geiles Lied. Das ist ja eine, wie gesagt, diese Artificial General Intelligence. Also das, was auch wir haben. Ne? Dass wenn du weißt, angenommen, du verstehst, wie man ein Feuer macht, dann verstehst du das nicht nur, sondern du kannst das Wissen auch umsetzen in eine ausführende Tätigkeit. Ja? Du kannst etwas mit dem Wissen anfangen und du kannst Sachen machen, auf die du selber nie trainiert wurdest und kannst auch verschiedene Komponenten miteinander verknüpfen, die so nie miteinander trainiert wurden. Ja? Und das, soweit sind wir technisch noch nicht. Aber wie gesagt, wir sind mittlerweile, gerade was diese spezialisierten KIs angeht, halt schon auf einem extrem guten Weg. Und gerade halt sowas wie halt ChatGPT, ne, verbunden mit Online-Zugang, sage ich jetzt mal, also dass es halt auch wirklich aktuelle Informationen abrufen kann aus dem Netz. Das kombiniert mit so einem Brain-Interface zum Beispiel, wo du halt wirklich, also wirklich Dual-Way machen kannst. Das heißt, du kannst selber ChatGPT, also jetzt als Beispiel von ChatGPT natürlich, du kannst halt irgendeiner KI, ja, du musst ihr nicht mal Fragen stellen, sondern du denkst im Kopf einfach, okay, ich habe jetzt hier ich will irgendein Gericht machen. Und in dem Moment, wo du darüber denkst, so, ne, man denkt ja auch so nach, okay, ich mache jetzt eine Pizza, wie mache ich eine Pizza? Ich nehme Teig, mach da eine Soße rauf, dann kommt da noch Salami rauf und ganz wichtig Ananas. Ja, das heißt, du rufst ja irgendwie das Wissen ab, egal ob nun bewusst oder unterbewusst. Und genau an dieser Stelle dann ein Interface zu integrieren, was halt mit einer KI kommuniziert. Und dann in dem Moment, wo du versuchst, okay, ich will jetzt, weiß nicht, du hast von irgendeinem Gericht mal gehört, Pasta Olé, eine, keine Ahnung, irgendwas, was dir selber überhaupt nichts sagt. Und dann denkst du danach, okay, was muss ich dazu machen? Und in dem Moment greift halt dann diese KI ein, ruft diese Information aus dem Internet ab, und erzeugt dann das entsprechende Gedankengut, was in deinem Kopf vorhanden sein würde, wenn du wüsstest, wie es geht. Und dieses Informationsgut wird dann halt zurück in dein Gehirn gespeist. Was halt darin resultiert, was ist da vorne los? Was halt darin resultiert, warum fahre ich überhaupt nach rechts? Die fahren doch alle nach links. Was halt darin resultiert, dass dir das Rezept auf einmal super bekannt vorkommt und du genau weißt, wie das gemacht wird, obwohl du es halt vorher noch nie gesehen hast. Aber halt völlig transparent
Und du verstehst mittlerweile gar nicht mehr, dass du gerade das nur weißt, weil in deinem Kopf, ja, ChatGPT sitzt. Ja? Auf der anderen Seite kann man das natürlich nicht nur völlig transparent machen. Also mit transparent meine ich jetzt informationstechnisch transparent, also so, dass es dir selber nicht auffällt. Man könnte aber natürlich auch sowas wie, also kombinieren mit zum Beispiel Augmented Reality. Dass du halt zum Beispiel, ne, klassisch Kontaktlinsen hast. Oh, übrigens mal auf dem Schlafplatz hier. Also, da ist ja direkt einer. Ich glaube, ich gehe dahin. Dass man halt so, ne, eine Art Kamera hat. Wo auch immer die angebracht ist, die kann man ja auch irgendwie einoperieren. Die halt die Welt wahrnimmt. Das, was die dann quasi aufnimmt, wird dann wieder irgendwo an eine KI gesendet, die dann halt die Bilderkennung übernimmt. Gleichzeitig aber nicht nur die Bilderkennung an sich übernimmt, sondern das, was die dann erkennt, an weitere KI übergeleitet wird, die dann versucht, die Szenerie zu interpretieren, in dem Sinne, dass zum Beispiel, wenn du jetzt vor einer Bushaltestelle stehst, die nachgeschaltete KI versucht herauszufinden, was für eine Bushaltestelle das ist, um dann im nächsten Schritt on the fly aus dem Internet Informationen über diese Bushaltestelle abzurufen und dann im nächsten Schritt diese Informationen zurückschickt zu dir. Und dann innerhalb deiner Augenlinse, wie ist das? Kontaktlinse, dir dann diese Information schön grafisch aufbereitet. Somit, aha, du bist gerade an der und der Bushaltestelle, die und du bist gefahren. Der nächste Boss kommt in so und so viele Minuten. Als Beispiel. Ne? Oder Menschenerkennung. Dass du, wenn du vor irgendeiner prominenten Person stehst, du selber aber von Politik überhaupt keine Ahnung hast, und dementsprechend nicht weiß, dass gerade Angela Merkel vor dir steht, die aber, wenn man drauf tropfen, über ihrem Kopf der Schriftzug Angela Merkel angezeigt wird. Und das sind halt alles Sachen, die klingen nach Science Fiction, wären aber technisch gesehen alle schon heute möglich. Technisch gesehen ist alles dazu da, was man braucht. Es gibt Kameras, die klein genug sind. Du brauchst auch keine hohe Auflösung dafür. Wie gesagt, du brauchst einfach nur eine relativ kleine Kamera. Und es gibt schon heute Kameras, die haben Durchmesser von 2 oder 3 mm und eine Einbautiefe von 5 mm. Die kriegst du locker im Kopf implementiert. Gut, man muss sich halt überlegen, wo man die Kabel langlegt, aber auch das wäre kein Problem. Entweder oberirdisch, dass du halt so kleine Striche hast, wie bei Cyberpunk 2077, oder aber du operierst sie richtig ein, wir haben grün. Oder halt, du operierst sie halt richtig ein, sodass man sie halt von außen nicht mehr so einfach sieht. Dann halt ein kleiner Neurochip, also beziehungsweise braucht er gar kein Neurochip, sondern einfach ein normaler Computerchip. Auch die sind nicht mehr groß. So leistungsfähige Hardware auf ARM-Basis, da hast du in der Regel eine Chipgröße von vielleicht einem Quadratzentimeter und eine Chiptiefe von vielleicht einem Millimeter und kriegst da alles unter, was du technisch brauchst. Auch das kann man also gut einoperieren. Gut, man bräuchte natürlich irgendwie eine Verbindung zum Internet. Da bräuchte man also irgendwie eine Antenne, aber auch das ist ja letztendlich bloß ein Draht. Auch das kannst du also einoperieren. Ja. Und das Rest wird dann alles in der Cloud gemacht. Was will ich wieder? Ich wollte schlafen. Ja, das heißt, das ist nur dazu da, um die Bildinformationen von der Kamera ins Internet zu senden, dort halt an eine Cloud zu schicken. Alles andere wird dann in der Cloud gemacht, weil das direkt im Kopf zu machen, wäre einfach zu rechenintensiv. So, du kriegst halt nicht unter. Die Daten werden halt zurückgesendet und dann nichts anderes gemacht, als diese dann von dem Chip wieder über weitere Drähte dann halt zu dem Auge zu führen und dort halt in die Kontaktlinse. Was vielleicht schwierig ist, das ist der einzige Punkt, wo Bewegung drin wäre, ist wirklich der Anschluss an die Kontaktlinse selber. Weil die Kontaktlinse an sich ist ja beweglich.
Das heißt, dort musst du irgendwie versuchen, eine Drahtverbindung zu schaffen von dem Kabel zu der Kontaktlinse an sich selbst. Ohne dass die halt Schmerzen verursacht oder durch Bewegung kaputt gehen kann, ne? Stichwort Sollbruchstelle. Ne, also das ist technisch vielleicht noch ein bisschen aufwendig, aber das ist halt der einzige Punkt, der aufwendig ist. Alles andere ist technisch möglich. Kontaktlinsen, die Bilder darstellen, also auf OLED-Basis zum Beispiel, technisch schon lange möglich. Kameras, die so klein sind, dass du sie einoperieren kannst. Dann hast du also, und dann rechts abbiegen. Ja, wie so ein Inder, einen kleinen Punkt oder sowas, I don't know. Auch technisch überhaupt kein Problem. Beziehungsweise man kann es ja auch so als Accessoire machen, dass man es gar nicht permanent einoperiert haben muss, sondern halt ja abnehmen kann. Vielleicht auch ganz besser für Privacy-Tätigkeiten, ne? Wenn du an einem Ort bist, meistens mit rotlichem Licht, wo du jetzt nicht unbedingt möchtest, dass jemand auf seine Kamera zugreifen könnte, um zuzugucken, was du da denn gerade genau machst. Ja, dann kannst du die Kamera einfach absetzen und in dem Moment kann auch keiner mehr drauf zugreifen. Aber wie gesagt, ne, also wie gesagt, auch Kamera zu der Größe, schon lange kein Problem. Stromversorgung, auch kein Problem, weil die wenig Energie, die du dafür brauchst tatsächlich, um sowas zu betreiben, kannst du komplett in deinem eigenen Körper generieren. Entweder über Bewegung, ne, dass du zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie die Dinge, also, es gibt ja irgendwelche Konstruktionen, die quasi aus Bewegung heraus Energie gewinnen. Sowas kannst du also zum Beispiel in den Nacken implementieren, im Hals, ne, weil den Hals bewegst du öfters am Tag, ist relativ nah am Kopf. Das heißt, der ideale Punkt, um das als Kraftwerk zu benutzen, diese Bewegung dort. Ja, die Verkabelung des Ganzen ist, wie gesagt, schon lange kein Problem mehr. Und schon hättest du richtig krank Augmented Reality wie bei Cyberpunk 2077. Nur in echt. Aber das Problem ist, das Problem ist also nicht, dass es technisch nicht machbar wäre, sondern halt nur, ja, dass man es noch nicht versucht hat, sage ich jetzt mal. Deswegen, und da bin ich schon gespannt, was da so die nächsten Jahre bringen werden. Weil wenn man bedenkt, wie krank das Ganze innerhalb der letzten... Ich muss bei auch mal Pause machen hier. Ja, machen wir jetzt eine Pause. So. Bis zur nächsten Folge.